Yo, Sonne am Start. Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal um die neuen Reifen. Ich habe neue Reifen, die Michelin Pilot Super Sport rundum 225. Und ich wurde gefragt, wie sich das Ganze jetzt verhält und wie ich es finde. Und ihr wollt ein bisschen mehr Sound und den gibt's. Ja, zweiter Gang geht noch, den gibt's auch. Ja, also zu den Reifen. Also ich habe rundum 225er jetzt. Auch ich habe hinten auch eine 8,5 halber Felge. Habe ein bisschen durch den Wind. Und ich muss sagen, jetzt habe ich gute, ja, fast 1000 Kilometer abgespult, seitdem die neuen Reifen drauf sind. Und ich muss sagen, ich finde sie wirklich geil. Es ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Aber ich fange ganz vorne an. Also, was war vorher drauf? Vorher hatte ich montiert die Dunlop Sport Generation 1, nicht Generation 2. Es gibt auch eine Generation 2 mittlerweile. Aber da war noch Generation 1 drauf. Und was ist jetzt hier? 30, 50? 50. Und die haben bei mir relativ lange gehalten und auch relativ viel auf die Mütze bekommen, waren aber eigentlich relativ lange funktional. Kalenderwoche 21, 2015. Wie man natürlich jetzt hier sehen kann, haben die schon ein bisschen was abbekommen. Das heißt, hier waren mal so Flanken, die sind jetzt runter. Das heißt, der Reifen hat auf jeden Fall in den Kurven ganz gut gearbeitet. Aber das Profil ist jetzt so, dass sie vorne noch so gut sind, dass ich da auf jeden Fall noch eine Saison mit fahren kann. Ich habe das letzte Mal gemessen, ich glaube 5 mm habe ich drauf. So, das Ganze hat sich dann aber gegen Ende ein bisschen geändert und die waren dann durch nach, ich glaube, 4,5 Jahren oder so. Die waren echt lange drauf und jetzt habe ich die Michelin Pilot Supersport montiert und jetzt im Vergleich zu vorher hatte ich vorne 225, hinten 255, so wie bei BMW auch standardmäßig die Mischbereifung angegeben ist. Das habe ich jetzt geändert und zwar habe ich jetzt rundum 225er von dem Michelin Supersport. Und ich muss sagen, die fahren sich geiler. Das Auto ist agiler, jetzt auch in Verbindung mit dem KW V3 Fahrwerk ist es so, dass das Auto einfach sportlicher in der Kurve liegt. Auch gerade in Verbindung mit dem KW V3 macht das echt mega Spaß. Hier gibt es leider keine Aufnahmen von außen, aber das Auto als solches ist fahraktiver geworden. Es ist nicht mehr so diese typische Sicherheitsnische, die da mit dabei ist, dass das Auto so, ja, eher untersteuernd wirkt oder so. Und ja, wie sage ich denn? Es ist halt auf der Hinterachse aktiver, was eigentlich ziemlich geil ist, wenn man im Kurvenausgang ist und so, man tritt rein, der Arsch kommt ein bisschen rum. Das macht einfach, wie ich finde, deutlich mehr Spaß als dieses straighte, brettige, geradeausfahren mäßige. Und funktioniert ganz gut. Am Anfang habe ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ob vielleicht die Traktion auf der Hinterachse zu gering ist. Da werde ich auch noch mal ein Foto machen vom oder messen, ich weiß nicht, ob ich das auch noch hinkriege, von der Reifenbreite. Und ich habe auch gerade eben heute im Post gesehen, dass die Reifenbreite von den Michelin-Reifen eigentlich breiter ist. Und was natürlich echt ganz geil ist, ne? Das heißt, man hat eigentlich ein bisschen Stretch hinten, die Reifen sind ein bisschen angestellt. Man hat trotzdem aber immer noch nicht deutlich viel weniger Reifenprofil, was auf der Straße liegt, als mit dem Dunlop-Reifen, aber einfach das fahraktivere Auto, was ich echt sehr sexy finde. Jetzt gerade in Kurven, wenn man rausbeschleunigt und DTC aus hat oder sowas, dann macht das echt mehr Spaß. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass das Einlenkverhalten, also wenn ich am Lenkrad drehe, ne, dass das viel giftiger geworden ist. Also das heißt, die Seitenführungskräfte jetzt der Reifen aufbauen kann, sind einfach noch mal deutlich geiler geworden. Also die, wie sagt man denn,
wie spitz das Fahrzeug einlenkt, wenn man ihm ein bisschen piesackt und in die Kurve wirft, ist einfach nochmal ein ganzes Stück weicher. Der Dunlop war von den Seiten, von den Reifenflanken deutlich weicher und damit auch ein bisschen matschiger zu fahren. Und der Dunlop-Reifen hat auch echt lange gebraucht, bis er seine Ursprungshärte hatte. Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich die Reifen neu hatte, dass ich knapp 700, 800 Kilometer gebraucht habe, bis der Reifen erstens seine volle Traktion hatte, plus zweitens sich auf der Autobahn 200 km/h plus stabil fuhr. Und das war mit den Michelin Pilot Supersport, die fuhren sich sofort auf der Autobahn geil. Und ich habe meinen Wagen relativ schnell ausgefahren. Ein bisschen Sound für euch. Ich habe mein Auto relativ schnell nach dem Ölwechsel ausgefahren, auch auf der Autobahn 250 und so weiter. Und da war es einfach so, dass der Wagen sofort richtig gut und richtig stabil auf der Straße lag und immer noch natürlich liegt. Der nächste Punkt, der mir auch noch aufgefallen ist, dass der Michelin-Reifen ultra krass klebt. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, natürlich kurvenmäßig und wenn man mal einen Start macht, 0-100 oder so, der Reifen hat echt einen krassen Grip auf der Straße. Was mir aber aufgefallen ist, was echt wahrscheinlich jeder, der den Reifen fährt, bestätigen kann und auch der öfter mal mit offenem Fenster fährt, ist, jeder kleine Kieselstein wird vom Asphalt aufgesammelt und im Radhaus rumgeschleudert. So, ich übertreibe mal ein bisschen, aber es ist wirklich so, dass der Reifen so viel Grip aufbaut, dass jeder kleine Stein, über den man rüberfährt, halt einmal mit aufgesammelt wird. Und man hört immer wieder, wenn man durch kleine Straßen fährt, dass es so richtig krass poltert und klappert und so, was man eigentlich nur von diesen Rollsplittfahrten kennt. Also wenn man über eine Baustelle fährt, durch eine Baustelle und da ist gerade ein bisschen Rollsplitt, dass dann in dem Moment, wo man über den Rollsplitt fährt, überall und das Ganze halt am Zappeln ist. Und das ist mit dem Michelin Pilot Supersport auch bei Nicht-Rollsplitt so. Also eigentlich, wenn du irgendwo fährst und irgendwo Schmutz, das hörst du. Kann natürlich für den einen oder anderen sein, Komfortproblem. Ja, dann ist es so. Aber für mich ist es einfach so, ich weiß, die Performance vom Reifen ist da. Und wenn ich halt um die Kurve will, dann ist Autobahnauffahrt beste. Boah. KW ist da. Reifen ist da. Dann ist da. Dann klebt. Warte, geht das so? Nee. Dann klebt halt der Reifen. Und dann ist die Haftung auf der Straße da. Eigentlich ziemlich geil. Gefällt mir sehr gut. Der Reifen sieht zudem auch noch echt sexy aus. Und mit dem Stretch hinten macht der auch auf dem E90 eine gute Figur. Aber da ich aktuell keine Spurplatten fahre, sieht er jetzt hinten mit dem Fahrwerk nicht mehr ganz so geil aus, wie es vorher war. Dass der Reifen durch den Stretch, den jetzt hinten der kleinere Reifen auf der Felge macht, auf der 8,5er, mehr untergeht im Radkasten und so aussieht, als fehlte da irgendwas. Und das ist natürlich nicht ganz so geil, deswegen sind, glaube ich, jetzt die Spurplatten umso wichtiger, um halt die Optik wiederherzustellen. Da die Optik da jetzt ein bisschen drunter gelitten hat, wie ich finde. Der Reifen mit dem Stretch sieht gut aus, aber er verschwindet jetzt ein bisschen mehr im Radkasten. Es sieht nicht mehr ganz so tief aus hinten und hinten auch nicht mehr ganz so stimmig. Obwohl es hinten sowieso der Moment war oder die Stelle war, die nicht die beste Stelle war. Das einmal so zu erzählen. Ansonsten bin ich mit dem Reifen sehr zufrieden. Ich bin noch keine Track-Events gefahren oder irgendwie rennstreckenmäßig, nur so ein bisschen Landstraße. Das war natürlich ganz geil auf der Landstraße, aber auf der Autobahn macht es sich auch gut, aber so richtig extrem mit richtiger Hitze und mit richtigen Extrembedingungen konnte ich den noch nicht richtig ausfahren. Und ja,
kommen wir nochmal zu den Kieselsteinen, was nochmal eine Info sein könnte, die euch interessieren könnte. Und zwar waren die Asphalt- als auch die Lufttemperaturen oder so jetzt nicht exorbitant hoch. Also es war jetzt keine heißen Tage, wo ich festgestellt habe, dass der Reifen so enorm viel Kieselsteine aufsammelt, sondern normal. Jetzt habe ich gerade 14 Grad draußen, ich habe das Auto gerade gestartet, ganz entspannt warm gefahren und selbst wenn der Wagen kalt ist und die ersten 3 Meter rollt, klebt das alles an den Reifen. Das ist natürlich nicht, wie man nach einem Event fährt, aber das Verhältnis finde ich ganz gut. Dann natürlich für die Comfort-Boys unter euch und oder nicht unter euch, gibt es ja diese Labels, ne? Ich habe die nicht im Kopf, keine Ahnung. Ich weiß aber, dass der eine oder andere sich schon mal darüber beschwert hat, dass der Reifen im Abrollgeräusch zu laut sein soll. Und mein Empfinden, ich kann nur aus meiner Sicht reden, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Meine Dunlop, die alten, die waren wesentlich lauter als die Michelin-Reifen. Und es war so, dass die Dunlop-Reifen aber nicht auf Glatze waren. Die sahen halt scheiße aus, die waren nicht mehr gut. Das Profil war ein bisschen, natürlich, Gummi war härter, das Profil war ein bisschen ausgefranselt durch das Fahren. Vorne ging sogar noch mit 4,5 mm, hätte man sogar noch lassen können. Hinten war, glaube ich, 3 oder so, 3, 3,5. Also war für mich eigentlich noch mäßig okay, aber eigentlich war der Reifen nicht komplett tot. Ne? Also es war schon so, dass der TÜVer sagte, ja, behalt meinen Reifen im Auge, ne? Da muss bald neu Kollege. Ich meinte, jojo, ist schon geplant, ne? Also die Saison, dann kommt Winter und dann kommt neu. Kam ja auch so, weil mit einem abgelutschten Reifen macht es auch keinen Spaß zu fahren. Geht auch die Sicherheit drauf, finde ich auch nicht gut. Aber im Großen und Ganzen muss ich dennoch sagen, hat der Reifen eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Ich finde, der passt jetzt in der 225er-Kombo echt gut auf das Auto. Gerade weil er mehr Agilität mit sich bringt. Und natürlich ist kein UHP-Reifen oder kein Semi-Slick oder sowas, ne? Da gibt es natürlich noch ganz andere Ausführungen. Aber so wie es jetzt ist, finde ich es echt ganz geil. So, oh ja, ganz kühle Ampel. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat, dass ihr ein paar Informationen sammeln konntet. Das Ganze ist halt wie gesagt im Vlog-Style. Nehmt das bitte alles nicht zu ernst. So, das soll ein bisschen Spaß machen, soll ein bisschen Unterhaltung sein. Und ich hoffe, die hattet ihr. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht getan habt. Drückt die Glocke und checkt die anderen Videos aus. Und zwar Mikrokeramik. Ich werde, glaube ich, mal eine Playlist erstellen, wo ich das alles reinhau. Denn ich kriege so viele Fragen zu den Wagner-Produkten. Und ich kriege auch so viel geiles Feedback von euch zu den Wagner-Produkten. Finde ich super cool, freut mich auch echt. Und da werden wir demnächst noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ansonsten ja, hoffe ich, dass es euch gut geht. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Peace. Ende.